Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne. Wir haben das letzte Mal in dieser Höhle die Asche eines Titans organisiert, haben dadurch zwei Fähigkeitenpunkte erhalten oder Fähigkeitspunkte. Ich hab mich fast vor dem Baum erschrocken. Und ja, wir machen einfach weiter. Wir müssen höchstwahrscheinlich hier oben lang. Ja, ist auch der einzige Weg noch. So, die Tour habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Wir haben wieder ein bisschen verkauft, deswegen können wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mitnehmen. So. Ach. Da hätten wir ja eigentlich... Ah. Okay, mal schauen, wo die hingehen. Die verschwinden jetzt auch nicht. Alter, guckt euch das mal hier unten an. Das sieht richtig geil aus. So. Genau, Timer läuft. Hab nämlich nicht drauf geachtet. Ey, wieso entzünden die sich nicht? Wieso gehen die hier rein? Ach, die schweben hier hoch. Ja, weil hier sind nämlich Gegner drin. Und zwar einige. Sehr schön. Wenigstens kriegen wir einen Trank von denen zurück. So, mal ganz kurz auf die Map schauen. Wir können oben oder hier lang. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Mhm. So ein komischer Hexer von denen. Gut, dann vergreifen wir uns mal an der großen Kiste. Aha. Daneben geklickt, so. Ach, da ist wieder ein weiterer Eingang. Vielleicht hätten wir oben rumgehen sollen. Und ich habe eine böse Vorahnung, was hier sein könnte. Zumindest hier ist hier ein leerer Raum. Hier kommt Wasser runter. So. Gut, hier klimpert's. Dann nehmen wir den Ring mal mit. Ah, hier sind schon wieder die Schatten. Ah, wir können... Oh, geil. Wir können nicht mit denen interagieren. Die stehen hier einfach nur rum. Oh, weia. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir da runterkommen, wo die ganzen Seelen lang flogen, was wir vom... Ja, wie nennt man das? Vom Wege aus sehen konnten. Oh nein, schon wieder die... Boah, was sind denn das? Aliens, ey? Keine Ahnung. Diese Giftplatzviecher. Ja, ist sehr geil. Sind die alle tot? Ich hoffe es. Was sind das so für Viecher, ey? Die sehen echt aus wie so Außerirdische. Und sie giften ganz schön rum. Ah, nicht reinlaufen. Gut, die liegen. So sind es mir auch am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Die sind auch ganz schön gefährlich. Boah, fast erschreckt. Nein, ich habe mich erschrocken. Scheiße. Ach so. Ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, geil. Einfach so ein, ja, wie nennt man es? Ein Riss mit Winden aus Seelen. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll oder wie man das nennt. So, wir müssen allerdings hier runter. Nein, lasst mich verdammt nochmal in Ruhe. Ihr Scheißviecher. Vergiften die mich nicht, wenn ich im Nahkampf bleibe? Hm. Ich will's nicht wirklich ausprobieren. Sowas haben wir hier drin, natürlich nur Crap. Ich nehme mal nur das Geld mit. So. Aha, hier sind die schon wieder. Mal kurz nachhelfen. Und das war's für die. So, hier geht's runter. Hier oben haben wir soweit alles erkundet. Dann, da geht's schon wieder runter, oder? Oder wieder hoch. Da hat's kurz gestockt. Ah ja. Der Pfad des Schreckens. Oh, ich will da nicht hin. Und irgendwie habe ich auch die Befürchtung, dass wir später hier lang marschieren. Ja. Schon ja so felsig hier alles. Also die Gegend wechselt das Setting des Öfteren mal. Jawohl. Boah, hört doch mal auf mich zu vergiften, ey. Wie scheiße seid ihr denn? So.
Aha, ein Kampfhelm. Nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Was haben wir denn hier? Nein. 15 Rüstung, plus 10 Stärke, Schaden gegen Dämonen. Sind das überhaupt Dämonen? Ich weiß es gar nicht. So, hier geht schon wieder runter. Und hier schon wieder so eine komische Statue. Schnell diese Magier hier kaputt machen. Okay, das sind Untote, das sind keine Dämonen. Dann hört doch mal auf mit dem Kack. So, schnell die Energie auffrischen. So, das sollte auch für die jetzt reichen. Ich schaue erstmal hier. Da ist ein Gefängnis. Da können wir aber nicht rein. Oh nee, da sind die schon wieder. Nein, aber hier ist sonst nichts. Das heißt, wir müssen hier rein. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ihr seid eklig. Gut, da geht's wohl runter, aber da will ich noch nicht runter. Erstmal hier alles erkunden. Oh, das war's auch schon. War ich hier schon? Ja. Ah, wobei, da oben geht's noch her. Warte mal. Hier. Die sind echt wie von einer anderen Welt, ey. Ach, das sind Dämonen. Ah, dann würde der Helm vielleicht doch helfen. Ah, vielleicht haben wir hier super geile Sachen drin. Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Nur ein bisschen Kohle, um uns wieder ruhig zu stellen. Ach, Mann. Nun gut, treten wir hier hinab. Jetzt noch wieder die Fackeln, die sich irgendwie nicht entzünden. Ah, oh nein. Warum? Warum? Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich weiß nicht, warum ich das hier alles tue. Ich weiß auch nicht, warum ich hier der auserwählte Held bin. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, hier knistert es irgendwo. Das heißt, hier ist irgendwo wieder ein Gefängniswärter. Oder Berserker. Keine Ahnung. Mann, ey. Hier fahren sie auch noch Gegner auf, ey. Ach, Berserker sind. Das ist okay. Tiermensch. Auch kein Dämon. Au. Ja, geht doch. So. Hier unten ist nix. Es geht hier oben weiter. Und da sind schon wieder ein paar normale. Die sind relativ einfach. So. Gut. Hier geht's wieder raus. Hier ist ganz schön viel nach unten und nach oben. Und hast du nicht gesehen? Aber irgendwie müssen wir auf die untere Ebene kommen, die wir vorhin schon wieder vom Weg aus gesehen haben. Ich wette, wir müssen da... Also da geht es... da läuft es drauf hinaus, dass wir da lang laufen. So. Gut, keine super Items hier. Ah, das sind die nächsten. Ah, schon einige getroffen. Das geht aber besser. Nein! Ah, Mann! So. Ja, ich bin hier ein bisschen ruhiger, weil... Ah, da sind schon wieder diese Wabbelviecher. Weil hier geht's ganz schön um Konzentration und solche Kacke. Ah, die sind alle tot. Gut, dann eben noch das Gift abklingen lassen. Und sich über das Gold freuen. Das ist so bestimmt Bestechungsgold, dass wir uns hier... dass wir hier durchhalten, na, und nicht einfach nach Hause gehen. Na gut, nehme ich es mit. Ja, hier können wir nicht aufmachen. Okay, für den Zauber reicht es mal wieder nicht. Gut. Ach, Toxo, das sind wohl die Bögen. Bevor ich da durchgehe, nochmal schnell hier unten schauen.
Immer wenn ich abseits gucke, treffe ich auf diese Wappelviecher. Die haben bestimmt was Ekliges gegessen, so viel Ausstoß, wie die haben beim Sterben, ey. Ach, raus hier. Nun gut, schön, dass wir nochmal hier geschaut haben. Und wir erfreuen uns mal wieder nicht über den Inhalt der Truhe. Mann. Okay, da oben geht es her wieder einmal vielleicht nach unten. Ich weiß es nicht, das ist so ein Hin und Her hier. Wobei, eigentlich sind wir jetzt mal nach unten gegangen, ne? Ach, hier geht's nach draußen. Ach, cool. Yay. Brunnen der Wiedergeburt. Ein paar Händler, ein Portal. Geile Sache. Gut, gut. Ein lebender Sterblicher. Ich schwöre, dass ich diesen Dämonen nichts verkauft habe. Früchtchen. Das will ich dir auch raten. So, mal weg mit dem... der war ja scheiße. So. Hier alles weg. Was ist eigentlich mit dem hier? Weg. Keine Ahnung, warum ich den die ganze Zeit noch hatte, aber dieses Lachen ist immer noch hier. Das ist total eklig. Erinnerst du dich? Nein. Ich und die Dämonen? Nichts ist passiert. Ah, ja. Ah, natürlich. Jetzt wandern wir auf diesem Pfad. Ich sehe nix. Oh, geil. Turm des Gerichts. Ey, sag mal, ist das das gleiche Gebiet wie in... Nee. In Diablo 2? Unter dem Palast? Ich glaube nicht, dass das dasselbe Gebiet ist, ne? Ich weiß es nicht. Ah! Ich will da hier nicht rein. Oh Mann. Nein. Ah, diese grüne Seuche, ey. Ich schnauze jetzt hier. Oh, da ist etwas. Gepeinigte Seele. Haben wir da schon was von? Wo ist denn das jetzt gelandet? Hier. Ah, ja. Was das eben macht. 10% Schaden gegen Dämonen. Oh. Das sollten wir schnell zusammenkriegen. Warte mal. Auf Juwelen. Ah, das könnten wir hier drauf machen. Ja, das machen wir hier drauf. Oder, ja, mal schauen. Das sollten wir schnellstmöglich zusammenkriegen. Kommt ran hier! Yay, Level Up. Unerwartet, habe ich gar nicht drauf geachtet. Gut, dann werden wir eben die Punkte verteilen. Wieder alles in Intelligenz. So, S drücken und haben wir die Störwelle jetzt stärker? Warte mal, die Realitätsstörung haben wir auch noch nicht ganz ausgebaut. Da geht immer noch was. Aber dadurch, dass wir das Ding hier öfters nutzen... Würde ich mal sagen, dass wir das Ding hier upgraden. So, auch wenn ich die letzten zwei Punkte dummerweise in unseren Schutz gesteckt habe. Defensive ist ja bäh. So. Ah, Mann. Noch mehr von den Viechern. Nice. Ah, hier ist wieder einer, der seine drei Liebeskugeln auf uns schmeißt. Dann halt so. Wenn du nicht normal sterben willst, so brauche ich Gewalt. Okay. Beinwinkel und so. Lass ich einfach alles mal hier liegen. So. Und den Raum schon... den Raum schon wieder gereinigt hier. Ah, das sind noch mehr. So, reicht das jetzt für alle? Ja, sogar für den Dicken. Ey, saugeil. Hat sich gelohnt. Einen Punkt können wir da noch reinstecken. Jawohl, alle noch getroffen. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir den Dicken nicht mehr erwischen. Ja. Geil. Ja, nehmen wir mal mit hier. Gepeinigte Seele. Jetzt schon 15% Schaden. Das ist viel.
Das heißt, beim 5er haben wir schon mal 25% mehr Schaden gegen Dämonen. Wenn wir ein zweites Teil davon haben, machen wir 50% mehr Schaden gegen diese Bestien hier. Geile Sache. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Moment. Ah, yes. Gut. Ach, hier ist auch ein Brunnen der Wiedergeburt. Da ist eine verzierte Bronzetür, die ich am liebsten nicht betreten möchte. Aber da unten haben wir noch ein Gebiet, was wir noch nicht erledigt haben. Das mache ich eben. Ah, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Na, hier durch wahrscheinlich. Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, den haben wir natürlich wieder nicht getroffen. Nur aufpassen, dass wir hier nicht vergiftet werden. Wir brauchen noch ein paar gepeinigte Seelen. Ich weiß nur nicht, ob die Bosse auch Dämonen sind. Kann ich euch nicht sagen. Ansonsten wäre das natürlich eine Investition, hier ein bisschen zu farmen. Hier hat wohl jemand Tetris gespielt und nicht seine Reihen beendet. So. Gut, gehen wir wieder hoch. Dann haben wir hier alles. Da vorne geht es durch diese Bronzetür. Doch ich würde sagen, was sich hinter dieser Bronzetür oder verzierten Bronzetür befindet, das klären wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne. Also, bis dann!